Die Spatzen pfeifen von den Dächern hier beim Meisenweg 3 zu Buchs. Da hat es eine Photovoltaikanlage oben. Und zwar ganz speziell, gell, Roger Usterholz? Jawohl, das ist so. Und zwar ist das die erste Photovoltaikanlage, die wir von der ESG Ost haben dürfen machen hier in Buchs beim Thomas Schmidlin und seiner Frau. Und die ist in dem Haus, das im Hintergrund ist, ist sie montiert. Die Anlage hat eine Nominalleistung von 17 kW Peak und gibt etwa einen Ertrag von 14.500 kWh pro Jahr. Das reicht normalerweise für 3 Einfamilienhäuschen, he? Das ist richtig, aber man kann nicht so viel selber brauchen, das ist richtig so. Und das, was man nicht selber braucht, kann man ja ins Netz einspeisen. Das ist in diesem Fall hier das Netz vom EW Buchs. Und die zahlen 9 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist eigentlich noch ganz schön. Und das ermöglicht es denen auch mit dem Eigenverbrauch zusammen, dass man so eine Anlage, die hat gekostet etwa 19.000 Franken und dann kommt noch 7.200, wo man vom Bund subventioniert wird. Das ist das, was übrig geblieben ist vom KEF. Und dann bleibt etwa noch 11.800 Franken, wo die 17 Kilowatt Anlage ihn gekostet hat. Jetzt, wenn man schaut, die Einsparungen, die man kann machen kann, durch den Eigenverbrauch auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch die Rückspeisung und die Vergütung vom EW Buchs, dann kann man das ausrechnen und dann hat er die Anlage hat er in 7,5 Jahren etwa, hat er sie amortisiert. Also Selbstbau heisst, die hat man selber raufgetan? Jawohl, das heisst... Ist das nicht gefährlich? Wenn man schaut, so eine günstige Anlage, die kann man natürlich so von einem Solateur normalerweise nicht kriegen, weil der muss ja seine Arbeit noch verrechnen. Aber die Leute, die hier jetzt mitgeholfen haben dafür gesorgt, dass für die Arbeit eigentlich in Anführungszeichen nichts hat müssen verrechnen werden. Aber eben nicht gefährlich, hast du auf dem Dach oben? Ja, das hatte ein Gerüst, ein SUVA-konformes Gerüst rings ums Haus herum. Und da war absolut keine Absturzgefahr gewesen. Und das ist wunderbar gegangen. Sein Schwiegervater hat da noch mitgeholfen und er selber und dann sind noch einige sonstige zugewandte Leute sind gesehen und die haben das super gemacht gehabt. Das ist in relativ wenigen Tagen hat man die Anlage können fertig bauen. Und das Tableau, wer hat das gemacht? Das Tableau hat einen Elektriker gemacht gehabt, wo mit uns dort zusammenarbeitet und das genau an unsere Bedürfnisse können anpassen. Ihr tönt also beraten, schon vor dem Bau, oder? Ja, wir tönt schon Erstberatungen machen, bevor wir überhaupt anfangen. Nachher gibt es Detailofferten, dann gibt es Detailplanung dazu, dann machen wir den Materialeinkauf dafür, dann machen wir die Bauleitung dafür. Wir schauen also, dass die Leute, die ja keine Fachleute sind, richtig instruiert werden. Und dann nachher kann man in nützlicher Zeit die Anlage fertigstellen. Dann tun wir sie in Betrieb nehmen. Wir tun sie dokumentieren. Wir tun sie anmelden überall. Und auf die Art und Weise ist das eine profimässig gemachte Anlage. Die wir so, das ist wer genau? Das ist die ESG Ost. Die haben wir ja diesen April haben wir die gegründet. Wir sind mittlerweile etwa 35 Genossenschafter. Und das ist die Voraussetzung, wenn man mit uns will eine Anlage bauen, dann muss man auch Genossenschafter werden. Jetzt hast du gesagt, 70 kW Peak, also für 3 Einfamilienhäuser würde das lange. Eigenverbrauch hast du angesprochen. Da kann man natürlich noch optimieren, gell? Wenn man sich das App verschafft und dann gewisse Maschinen dann laufen müssen, wenn er produziert ganz wird. Genau. Da gibt es so Steuerungen, die das selbstständig machen und auf die Art und Weise dann nachher viel mehr als die 15% Eigenverbrauch, die man normalerweise rechnet für etwa eine vierköpfige Familie, rausholen.
Eine andere Art, noch mehr rauszuholen, ist natürlich jetzt gerade in diesem Fall beim Thomas Schmidlin. Er hat ein Elektroauto und das kann er natürlich auch laden, denn wenn die Sonne vorhanden ist. Und auf diese Art kann er dann praktisch gratis fahren. Er hat fast keine Kosten mehr. Ich habe es ausgerechnet, er zahlt etwa 65 Rappen für 100 Kilometer zu fahren. Jetzt bist du Ingenieur, der Schmidli-Ingenieur, bei Brausen natürlich auch noch. Also ja. Muss man da Ingenieur sein, um so etwas können umsetzen? Nein, überhaupt nicht. Wir von der ESG Ost haben das Know-how und ermöglichen es eigentlich dann nachher, dass auch Laien, die so selber Hand anlegen wollen, ein bisschen handwerkliches Geschick brauchen sie dafür. Aber das geht super. Wir haben jetzt in dem letzten halben Jahr haben wir doch 5-6 Anlagen können machen. Wir haben also jetzt Erfahrungen. Und ich das letzte Mal hier in diesem Sender geredet habe darüber, haben wir gerade gestartet. Aber jetzt wissen wir auch wirklich, wie es geht. Und unsere Erwartungen sind eigentlich voll und ganz erfüllt worden. Und deine auch, gell? Du bist meine ja pensioniert auch, worden, du kannst wieder willen. Jetzt bist du Pensionist im Unruhezustand und kannst wieder gleich tüfteln, wie das früher beim Das ist doch oder? Genau so. Jawohl, das macht mir auch Freude. Und das ist jetzt unser Beitrag, den wir leisten wollen, dass die Energiewende wird gelingen. Es ist einfach so, dass wir noch viel, viel mehr Photovoltaikanlagen auf Dächer müssen kriegen. Damit wir die Ziele können setzen können, nicht vergessen, wir wollen ja im 2035 unsere AKWs abstellen. Damit es keine Stromlücken gibt und wir nicht auf so Import angewiesen sind, müssen wir unglaublich viele Photovoltaikanlagen bauen. Und das ist unser Anliegen, dass man auch mit relativ wenig Geld zu so einer Anlage kommt und die auch kann. Eigentlich gewinnbringend betrieben. Das ist vielen Leuten ist das eigentlich nicht bewusst, dass Photovoltaikanlagen deren Weg günstig geworden sind, dass man auch eine gewisse Rendite mit denen bekommt, die besser ist als das, was man auf dem Bankbüchlein hat, nämlich null. Also wir rechnen je nachdem, wie man es anschaut, zwischen 3-6% Rendite, die man mit solchen Anlagen erreichen kann. Und das ist doch immerhin schon etwas. Aber leider wissen das die Leute viel zu wenig. Ich wäre glücklich, wenn wir noch mehr anfragen. Dann könnten wir noch ein bisschen schneller wachsen, wir von der ESG Ost. Das ist das, was ich mir eigentlich für das nächste Jahr wünsche.